Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed 2. So. Ich habe hier in Venedig mal ein paar Schatzkisten abgeräumt. Mit ein paar meine ich alle. Und jetzt habe ich auch tatsächlich alle Schatzkisten in allen Gebieten gefunden, die man so haben kann. Kann man hier auch nachsehen bei DNA. Hier ganz hinten, Schätze 330 von 330. Das heißt, mit dem Kistensammeln bin ich jetzt endlich durch. Ein paar Kuriermissionen haben wir noch vor uns. Ein paar Attentate, ich glaube einrennen. Ja, einrennen, das machen wir jetzt auch direkt zu Beginn. Irgendwo gibt es noch eine Schlägerei und Federn, ja, da. Das mache ich irgendwann mal. So. Heute beginnen wir auf jeden Fall hier mit dem Wettrennen. Damit beginnen wir. Los geht's. Ich hörte, dass ihr schnell seid. Ich auch. Würdet ihr mir ein kleines Rennen gewähren? Immer gerne. Venezianische Eile. Wie schnell seid ihr, Assassine? Mal sehen, ob ihr meine Bestzeit schlagen könnt. Könnt? Okay, da gibt es jetzt, da sind jetzt potenziell zwei Schreibfehler drin. Es kann aber nur immer einer von beiden sein. Entweder gehört bei ihr das E weg, das heißt, ob ihr meine Bestzeit schlagen könnt, oder anstatt könnt, kann, ob ihr meine Bestzeit schlagen kann, dann würde sich ihre auf Ezios Bestzeit beziehen. Ja. Schreibfehler. Boah, falsch, genau in die falsche Richtung losgegangen. Es geht schon gut los hier. Nein, sag nicht, dass das ins Sperrgebiet reingeht. Auf. Verdammt. Huch, ja. Und Naju, lass die nicht entkommen. Busch, da hätte er eigentlich nicht runterspringen sollen. Ja, wobei, geht. Nein, wieso fällt er da jetzt runter? Komm, renn. Was ist das denn? Ach, Ezio! Falsche Richtung, fantastisch. Ins Wasser zu springen ist niemals eine gute Idee. Ah. Geh doch! Warum bewegt er sich nicht? Was ist das denn? Jetzt geht er zu weit. Natürlich. Oh
Gott. Und das waren erst 16 von 22 Checkpoints. Oh, das wird dauern. Das wird dauern, bis ich das schaffe. Ein paar von den Sprüngen sind aber auch, ich denke, absichtlich sehr, sehr fies platziert. Sprünge, Checkpoints. So, der ein oder andere Checkpoint, da muss man teilweise diagonal springen und das ist... Oder sagen wir so, man wird dazu verleitet, diagonal springen zu wollen und das ist... Das ist oft fies. Shit. Ach nein, das wird nichts mehr. Das ist auch wieder kein guter Run. Und wieder ins Wasser. Wasser ist nicht gut. Man darf hier nicht ins Wasser fallen. Das ist, wenn man hier ins Wasser fällt, verzichtet man prinzipiell auf den Win. Leider. Hier ganz rüber. Spring runter! Spring! Spring! Lauf! 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 Oh. Ah, wie knapp. Ah, wie fad. Oh, 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 oh. Beim zweiten Try. Immerhin. Ja, was fehlt uns jetzt noch? Was haben wir jetzt noch vor uns? Irgendwie sehe ich hier keine Schlägerei mehr. Und auch keinen Liefer-, keinen Kurierauftrag. Ich weiß gar nicht. Ich denke, ich sehe zuerst nochmal bei Leonardo rein, ob wir vielleicht noch eine Codex-Seite nicht entschlüsselt haben, dass der uns die entschlüsseln kann und dann geht's wieder mit den Auftragsattentaten weiter. Yay! So, hier sind wir jetzt bei Leonardo angekommen. Hallo. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Okay. Das kommt hier runter, ich bringe das dort hoch und überblende mit... Ich hab's. Drei, oh lol, wir hatten noch drei.
ein Gesundheitsquadrat gewonnen. Yay! Noch mehr Gesundheit. Nehme ich gerne. Gut, so. Wo waren wir? Genau, das Rennen haben wir abgeschlossen. Kurieraufträge gibt es hier, denke ich, keine. Schlägereien habe ich auch keine gesehen. Dann holen wir uns jetzt unser erstes Attentatsziel ab. Ja. Ist auch nicht weit, das muss ich, denke ich, auch nicht schneiden. Ja. So. Jetzt wird's endlich wieder mal Zeit, dass wir mit den Aufträgen hier fertig werden und auch wieder mal eine Hauptmission machen können. Weil das ist, ich mache jetzt hier schon so lange die Aufträge. Und bin jetzt schon fast durch. Jetzt wird es mal wieder Zeit für eine Hauptmission. Ist das Ding auf dem Dach? Ja, ist es. So, komm. Noch ein paar Aufträge und dann geht's auch endlich wieder mal mit der Story weiter. Worum geht's denn hier heute? Dicker als Wasser, ich sende einen meiner Männer, um euch bei der Eliminierung eines Verschwörers zu helfen, der mit Erzbischof Salviati im Bande ist. Er steuert eine Gondel, die euer Ziel abholen wird, folgt ihm in einiger Entfernung. Vermeidet einen Kampf, bis ihr bereit seid zuzuschlagen, Lorenzo. Vermeidet einen Kampf, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Okay. Ist das nicht verboten? Hey, ich bin ein Freund, das ist doch nicht nötig. Ach, für mich ist hier nichts verboten. Wo muss ich überhaupt hin? Ist das weit? Oh, nee. Direkt um die Ecke. Okay. Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel für seine Kavallerie. So, ich bin hier, dem Gondoliere folgen. Okay. Freunde, ich merke, wenn alle Missionen, die wir hier noch vor uns haben, so sind wie die hier, dann jetzt vielleicht doch noch zwei Parts dauern, bis wir, also nach diesem hier noch zwei Parts, bis wir mit der Story weitermachen können, weil das ist hier der Typ, der unten in der Gondel, der fährt sicher und bestimmt und sehr langsam. Wieso ins Wasser? Ja, dann kann ich dem Typen einfach hinterher schwimmen. Ich meine, der bewegt sich ja sowieso nicht schneller, wenn ich näher bei ihm dran bin. Dann wiederum müssen wir bestimmt früher oder später ein Attentat auch verüben. Und das ist von oben tendenziell besser. Hallo? Warum hast du dich da jetzt nicht festgehalten? Ach bitte. Hier ist nichts ungewöhnlich, alles ist gut. Heilige Pilger haben berichtet, dass der Händler Daedalus mit seinem
einer gesamten Mannschaft vor der Küste von Thessaloniki untergegangen ist. Die Republik sendet den betroffenen Familien ihr herzliches Beileid. Der ist irre. Ach, egal. Okay, jetzt muss ich schwimmen, oder? Moment. Freunde, wir müssen nicht schwimmen. Ich nehme ihr hier einfach die Gondel und verfolge die mit der Gondel. Oder muss ich den jetzt schon eliminieren? Also, so wie ich das verstanden habe, muss ich warten, bis der Gondoliere mit einem Typen irgendwo hinfährt, aber da passiert irgendwie nichts. Ah, jetzt, ja, well. Einfach ins Wasser rein, oder? Ja. Okay. Ja. Gut, dann ruder ich zum nächsten Auftragsattentat. Und hier gibt's in der Nähe natürlich keinen einzigen Punkt, wo ich ein Auftragsattentat aktivieren könnte. Fantastisch. Dann gehen wir wieder zu dem von gerade eben. So, was gibt's hier? Was gibt's hier noch für uns zu tun? Null Toleranz. Eine Freundin unserer Familien wird ständig von einem Händler aus der Soderini-Familie belästigt. Er muss eliminiert werden, ohne dass die Frau es weiß. Ich will sie nicht verängstigen, Lorenzo. Du bist schneller als wir. Um ehrlich zu sein, ja, glaube ich. Ich helfe dir. Ha! Gleich ist er in Reichweite der Bogenschützen. Weg da! Was? Wo ist er hin? Runter! Jetzt runter hier! Lol, Peter. Ist ja krass, einfach im Vorbeigehen eine Feder wieder gefunden. Kommt, Freunde.
wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. Au, hoch, oder? Oder? Also, wenn ihr mich fragt, ist es besser, solche Missionen von einem höher gelegenen Punkt aus zu beginnen, wenn man von hier an einen besseren Überblick hat. Ist er das? Das ist er! Angesetzt. Er hat gerade zum Sprung angesetzt. Diese Warnung an alle Besucher der erlauchten Republik weiterzugeben. Lasst mich in Frieden. Ich bin gar nicht hier. Beachtet mich nicht. Ach. Gut. Versuchen wir es mal nicht von oben. Versuchen wir es einfach mal vom Boden aus. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Bleiben wir mal ganz ruhig auf dem Boden und sehen wir uns die Sache mal von unten an. So. Die zwei, die laufen hier immer rum. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Macht das etwas Spaß? Meine Früchte! Das heißt, alle Händler, die mit eine Wache finden, kann ich nicht schleppen. Ein neuer Zoll für die Instandhaltung des Arsenals zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. Ah ja. Attenzione! Der Strafkatalog für Wucher und unlautere Geschäfte in Venedig wird überarbeitet. Die neuen Strafen wurden... Echt das? So. Da sind wir wieder. Da sind sie. Ich habe das für euch geschrieben. Animali, Hilfe! Seid ihr so unter den Sohlen zu spüren? Oh, angenehm. Sehr, sehr angenehm. Das war jetzt hier gerade das eine und vermutlich auch einzige Mal, dass so eine Bank irgendwann mal nützlich war. War trotzdem sehr, sehr angenehm. So. Nächstes Attentat. Eines schaffen wir noch. Da glaube ich ganz fest dran. So, komm, einer geht noch. Ein Auftrag geht noch, wenn es schneller ist. Ich hoffe, es ist ein schneller. Halm im Gras. Der Doge hat beschlossen, mehrere vertraute Repräsentanten auszusenden, um die Bevölkerung von Florenz aufzuwiegeln. Sie werden sich in Kürze mit dem Dogen treffen. Findet und tötet sie mehrere. Bevor das Treffen stattfinden kann, ohne dass sie eure Anwesenheit bemerken, Lorenzo. Okay, sind anscheinend wieder drei. Ja, komm einfach runter und rein ins Wasser.
Oh lol, wir haben nur 2 Minuten 40 Zeit. Was ist das denn? Jetzt muss ich mich hier beeilen auch noch. Ja komm, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Steht hier einer. Ganz ruhig, runter, 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 runter. Auf der Piazza San Marco, gehängt. Ey, ey, 2 Minuten, was ist das für eine Zeit? Ah. Wo ist er, wo ist er? Der da. Hier ist nichts passiert, Leute. Hier ist gar nichts passiert. Minute 30. Komm, 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 komm. Geh hoch! Diese Steuerung manchmal. Ja, da drüben, natürlich. Kann ich nicht anvisieren? Warum? Ja, vor den Typen. Geh da nicht rauf! Mann, ey! 20 Sekunden, 20 Sekunden, wo ist der Typ? Wo ist er? Ich denke nicht, dass wir heute noch ein Auftragsattentat schaffen. Das glaube ich irgendwie nicht. Dementsprechend würde ich dann sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Und vielleicht werden wir beim nächsten Mal auch fertig mit den Auftragsattentaten. Wäre sehr, sehr angenehm. Danach geht es auf jeden Fall mit der Story weiter. Aber für heute war es das. Vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Und wenn ihr gerne wissen wollt, wie es weitergeht und wenn ihr vielleicht auch wissen wollt, wie die Story weitergeht, dann seht auch beim nächsten Mal und beim Part danach wieder vorbei. Es würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.